Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und danke einfach, ja, danke Gott, danke Heiliger Geist und danke Jesus für diesen einen Moment des Lernens, des Übens, sich Zeigens, sich Verbindens. Und es ist so spannend. Das Thema war ja in diesem Monat Ablenkung oder Versuchung. Und ich hatte heute Nachmittag so gedacht, oh, da habe ich keine Lust drauf, da bin ich gut mit. Betrifft mich gerade nicht. Oder beziehungsweise heute. Und dann, ja, und dann. Und deswegen bin ich jetzt auch total dankbar, dass das gerade, bevor die Session so losgeht, dass da halt einfach gerade mega, mega in mir was hochgestiegen ist und auch noch nicht ganz durch ist. Und dass ich schon jetzt merke, weil ihr da seid, dass es wirklich darum geht. Und wenn es um Versuchung geht, wie oft sind wir wirklich noch manchmal versucht, etwas zu verstecken zu wollen. Und ich kann euch sagen, ich wäre lieber auch jetzt nicht aufgetaucht. Ich spreche das einfach mal ganz ehrlich an. Es gibt noch einen Teil, der auch noch manchmal total sich nicht zeigen will. Ich habe echt das Gefühl, ah, Gesner würde das nennen, hier so ein Seelenstriptease hinzulegen. Und ich kann euch sagen, ich bin da jetzt echt nicht so wild drauf. Aber ja, was soll ich sagen? Ich weiß, ich habe schon die Erlösung gerochen und die haben wir alle schon erfahren und auch gefühlt und gefühlt. Und von daher, ja, bin ich auch dran, ne? Also durch diese Versuchung zu gehen, und Versuchung ist halt immer, immer alles, Nichtvergebung, Groll festzuhalten, Vergangenheit wahrzumachen, also alles, alles ist die Versuchung da, wo ich dich nicht so anerkenne, wie du in Wahrheit bist. Wo ich eine Situation total falsch deute, falsch interpretiere und unbedingt damit Recht behalten will. Und oh, ich appelliere hier, Heiliger Geist, wirklich an unser Herz. Das ist halt also wirklich das, oder dass wir diesen Wunsch entwickeln, dass wir uns motiviert fühlen, vom Heiligen Geist wirklich alles, alles ans Licht zu geben und auch ja einfach darin total, total ehrlich kommunizieren und nicht mehr wegdrücken, nicht mehr still sind oder aus Beziehungen oder Situationen rausgehen, wo einfach noch was gegeben werden muss. Das ist der Teil, von dem Gott will, dass wir ihn geben. Und ich nehme euch einfach ein bisschen mit auf meine Reise heute. Ich hatte eine extreme Situation in auf meiner Arbeitsstelle, wo ich mich wirklich, also ich habe gerade Jesus gefragt, warum ist es denn gerade so schwierig für mich, da in den Frieden zu kommen? Und Jesus hat gleich sofort gesagt, du pichst förmlich darauf, dass du darauf stehst, dass sie dich angegriffen hat. Tritt mit mir zurück und schau dir es wirklich auf einer anderen Ebene an. Und ich kann dir sagen, ich war bis vorhin noch nicht bereit, seine Hand zu nehmen, weil ich wirklich meine Schwester für schuldig halten wollte. Und ich finde es so schön, dass ich gerade diesen Riesenschmerzen mir mitkriege. Das ist auch also so einfach wirklich, dass wir, also Jesus fordert uns auch, und ich merke das auch mit dem Kurs, diese Lehre, er will dich darin ganz und gar, nicht halb, sondern wirklich ganz und gar.
Und du darfst darin wirklich authentisch sein. Du darfst es mitkriegen, wo es in dir zwickt und wo du dich noch zurückhältst, wo du nicht ehrlich mit dir bist. Weil wie sollen wir es sonst lernen? Wir sollen wieder durch die Angst gehen mit ihm, wenn, also, ne, wenn wir da, ja, wenn wir es nicht erleben, dass es wirklich nur eine Angstidee ist, dass es nur eine Idee ist von Angriff, die ich so oft gedacht habe über dich, dass du etwas Böses von mir willst. Und Gott sei Dank habe ich schon gerade in Stille gesessen. Und Gott sei Dank wurde mir da auch was anderes gezeigt. Und Gott sei Dank befriedet sich auch etwas in mir, weil es geht immer nur darum, mir dafür zu vergeben, dass ich gerade einfach wirklich daneben lag. Total. Dass ich mich schon mit der Idee identifiziert habe. Die wollte mir etwas. Und dann wirklich zu bemerken, wie sich's anfühlt, wenn wir diese Gedanken oder diesen unwahren Gedanken nachgehen. Mein Schmerz, weil ich nicht bereit war, sofort zu vergeben oder ehrlich das zu kommunizieren. Für einen Moment innezuhalten, das einfach zu fühlen, was da gerade aufsteigen will. Und dann einfach in Kommunikation zu bringen. Und Gott sei Dank habe ich noch die Gelegenheit. Morgen wird mir diese liebe Schwester wieder über den Weg laufen. Und auch heute kann ich einfach schon vergeben. Was ich jetzt auch gerade, ja, oder wo ich gerade einfach wirklich mitten im Prozess ist. Und das scheint so im Ego so kompliziert zu sein. Das war doch aber noch das und das und das hat sie doch auch noch. Nein. Spielt keine Rolle. Es ist immer das Gleiche. Die Versuchung bleibt immer die gleiche. Die zeigt sich vielleicht auf tausend verschiedenen Formen in verschiedenen Situationen. Aber das Ergebnis bleibt, die ist eine Versuchung, aus der du entkommen kannst und musst, wenn du Frieden erfahren willst. Puh. Danke. Danke, dass ich das gerade so hautnah erleben darf. Ja, und danke, Jesus. Und es ist auch so schön, dass er mir gerade zeigt, hey, das ist keine Herausforderung. Mit mir an deiner Seite ist es keine Herausforderung. Aber ich zeige dir gerade auf, wo du gerade wirklich noch wegbrichst. Wo du wirklich das Himmelreich einfach nicht an erste Stelle setzt. Und ich kann euch sagen, für mich ist es gerade eine mega Motivation zu sagen, ey, noch mehr. Es ist egal, wie persönlich ablehnend es sich manchmal in mir zeigt oder sich anfühlt. Aber ich will total. Ich will dieses Himmelreich und ich will es mit euch ganz und gar. Und ja, es kostet mich alles, alles, total alles. Er will mich ganz und gar. Die Erlösung will mich ganz und gar. Die Liebe will mich ganz und gar. Die Heiligkeit auch. Und das Licht sowieso. Also, ja, es ist nochmal ein sehr schönes, ja, es ist nochmal ein sehr schönes Lernen, dass es wirklich darin absolut keinen Kompromiss gibt und dass ich jederzeit alle Macht zur Verfügung habe und dass ich noch mehr fragen will. Noch mehr hören will, mich noch mehr darin führen lassen will. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du darin so zuverlässig bist. Ja. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für diese, ja, für dieses großartige Geschenk, dass ich darin nicht länger leiden muss, sondern dass es sich schon in mir aufklärt. Danke. Und danke, dass es mit euch so viel leichter ist. Es ist so schön, sich in dieser, ja, in dieser Wahrheit zu verbinden und sich darin wirklich wiederzufinden und nur darin kann ich dich wirklich finden. Immer wieder. Es geht echt nur auf dieser Ebenbürtigkeit.
kann dich nicht in Kleinheit finden oder sehen und in Größenwahn auch nicht. Es geht wirklich ja von Herz zu Herz. Von Herz zu. Immer wieder von Herz zu Herz. Und das in jedem Moment. Ich kann hier, kann mich heute nicht darauf ausruhen. Ich kann mich nicht jetzt darauf ausruhen. Ich bin einfach immer angewiesen auf seine Hilfe, total abhängig, wie so ein kleiner Säugling, ob es mir passt oder nicht. Das habe ich einfach zu akzeptieren und darin gar kein Leid mehr zu sehen oder dass mir darin irgendwas genommen ist oder genommen wird, sondern dass das wirklich meine größte Stärke ist, anzuerkennen, dass ich total abhängig bin von dieser einen Quelle, von diesem einen Schöpfer, von diesem einen Vater, der nur das Beste für mich will. Halleluja. Halleluja. Da kann ich schon mal ein paar große, tiefe Atemzüge nehmen. Oh, danke. Boah. Ja, danke. Danke. Danke, Vater, dass du wirklich, wirklich in jedem Moment, in jeder Situation, in allem, was ist, mein Bestes willst. Ob ich das sofort erkenne, steht da mal hingestellt, aber ich öffne mich auf jeden Fall immer mehr dafür. Danke. Danke, dass ich immer wieder neu wählen kann, wenn ich wirklich merke, dass es in mir total eng wird. Wenn ich wirklich merke, dass ich darin total anfange zu strudeln, dass ich merke, dass du unnahbar wirst in mir. Danke. Und danke, dass es darin wirklich nur meine Bereitschaft braucht und der Heilige Geist wirklich schon die Korrektur in dir geschehen lässt. Dass du einfach nur laut manchmal aussprechen musst, hier, ich bin ja total im Unrecht mit meiner Idee oder in dieser Situation. Danke, dass er schon so liebevoll diese Brücke mit Rosen schmückt. Danke, dass ich mich immer wieder neu belehren lassen will, belehren lassen muss. Und dass der Heilige Geist immer nicht eine bessere, sondern die bessere Alternative ist. Glück gehabt, oder? Es ist doch mal wieder besser als der Sechser im Lotto. Auch das Geld ist irgendwann mal weg. Oh, danke. Danke, dass ich merke, dass ich es gerade richtig mitkriege, wenn sich wieder was in mir lichtet oder wieder ins Fließen kommt. Dass da gleich wieder viel mehr Raum da ist. Viel mehr Luft, auch in meinem Körper nehme ich es ganz, ganz so wahr, dass wenn da ein Konflikt auftritt oder so, das ist total, dass der Geist sich zusammenzieht, aber dass es im Körper total spürbar ist, oder? Oder seid ihr da so tiefen, tiefen entspannt, wenn es bei euch hakt? Ich glaube, da sind wir relativ alle oder haben, ja, sind da
recht ähnlich unterwegs. Also, dass wir den Körper als Kommunikationsmittel haben und dass dieser Kommunikationskanal oder wenn er einfach fließt, dass er, ich sage dann immer, dass er dann auch so weich und geschmeidig ist wie Butter. Und wenn es rappelt im Karton, dann kann er auch mal ganz schön zäh sein, der Körper, oder? Ja. Ja, und so ist es. Dorothea fragt, ob ich aufgeregt bin. Ja und nein und ja und nein. Und es spielt keine Rolle. Ja. Ja, danke. Danke, Heiliger Geist, wenn ich bereit bin, mich wirklich diesem zu stellen, wo ich merke, dass ich nicht im Frieden bin, dann wirst du alles für mich wandeln, wenn ich bereit bin, davon abzurücken. Wenn ich zugebe, dass ich wirklich gerade im Irrtum bin. Bereit bin, wirklich mir meine Fehler einzugestehen. Und wie oft wollen wir das scheinbar wirklich einfach noch manchmal unter den Teppich kehren, oder? Und da einfach wirklich ehrlicher und mutiger zu sein, wirklich zu sagen, okay, ich setze mich dem mal oder dieser Situation jetzt vollkommen aus und schau einfach mal, was passiert. Und von Conny weiß ich es gerade, dass sie es auch schon mehrmals gemacht hat, vor allen Dingen auf Festivals, mit was für einer Inbrunst, die sich vor diesen Prozessen und nicht nur Conny, also ich glaube, ich kann von allen sagen, die hier sind, dass wir darin einfach mutiger werden und wirklich, ja, also wirklich loslassen. Ne? Das ist doch eigentlich wirklich also für mich ist es von den Ideen, ja, zurückzutreten, ist es echt ein Loslassprozess. Ne? Also wirklich immer in diesen freien Fall zu kommen, nicht zu wissen, wo wir landen und dennoch bereit sind, diesen Fall geschehen zu lassen. Und wie viel größer und erlöster und liebevoller wir dann rauskommen, wenn wir uns diesem Prozess stellen und ja einfach immer wieder da durchgeleitet werden, oder? Wie viel glücklicher und freudiger wir dann auftauchen. Kann man immer richtig schauen, oder? Das ist immer, und das finde ich immer so schön. Und das motiviert mich auch total, in Gruppendynamiken oder in Gruppen einfach immer zu sehen, wenn es ist ja immer so, einer ist gerade, geht dem voraus oder so und der macht sich, teilt sich mit, zeigt sich, mutet sich zu, wie auch immer und diesen Prozess zu gehen, es geschehen zu lassen und dann hinterher einfach zu schauen, wie er leuchtet, wie du dann leuchtest, wie ich dann leuchte. Oh, danke, danke Gott, dass du mich wirklich so, so behütest in dem und ich in dem wirklich so, so liebevoll abgeholt werde. Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde und immer wieder jetzt, oder? Danke. Und danke, dass mir wirklich
Brüder an die Seite gestellt sind, mal enger im Kontext. Ich bin ja hier in einer WG und wir haben seit September drei neue Mitbewohner. Und es ist wirklich so, kennt ihr so Schnecken, die so aufeinander zugehen und sich dann so mit ihren, wie heißen, Fühlern, so echt so, und so fühlt sich das gerade an bei uns. Jeder macht mal so die Tür auf und guckt da so und beschnuppert sich und taut mal. Und es ist so schön. Mal ist man ganz vorsichtig und sanft und mal ist man so ganz wild und mutig. Und es ist so ein ganz, ganz schönes also Tuchfühlen, würde ich mal sagen. Und so machen wir das mit Jesus und mit unseren Erfahrungen auch in diesem Kurs. Ne, Jesus sagt hier so wundervolle Sachen. Jeden Tag, Vergebung ist deine einzigste Funktion. Sie macht dich glücklich. Es ist die einzigste Funktion. Und ich überlege manchmal noch, sollte ich jetzt vergeben oder nicht? Es ist doch echt, oder? Ist doch, hallo? 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 Und ich lehre gerade, also es ist der gerade, der es am nötigsten braucht, sitzt hier scheinbar und ja, und lehrt sich gerade selbst. Und das Gute ist, dass ich wirklich mitkriege, dass in diesem Schulungsprogramm dieser Welt oder dieses Lebens, dass es wirklich alles hier gar nicht so ernst zu nehmen ist, wie ich das manchmal mache. Und ich glaube, dass wir darin manchmal auch schon ganz schön oft diesen kosmischen Blitz mitbekommen, oder? Auf jeden Fall leuchtet er manchmal für einen kurzen Moment schon mal durch. Das ist doch schon mal gut, oder? So, und ich hatte hier vorhin, bevor es um Versuchungen ging, einmal im Kurs aufgeschlagen. Und das lese ich einmal kurz vor, weil ich das gerade wirklich so passend finde. Also auch wirklich gar nicht zu gucken, was alles eine Versuchung ist. Für mich ist eigentlich wirklich alles eine Versuchung, wenn du wirklich gerade nicht in der Schau bist, wenn du wirklich gerade nicht die Liebe in deinem Bruder siehst, die er ist. All das ist diese Versuchung, ne? Also Recht haben zu wollen und, und. Und das ist so schön, dass Jesus schreibt oder Jesus halt sagt, erinnere dich jedes Mal, erinnere dich, wenn du in Versuchung kommst, eine nutzlose Reise zu unternehmen. Das finde ich so toll, nutzlos. Sie ist sogar noch nutzlos. Der Hammer, oder? Nutzlos. Wie gut. Es ist darin nichts geschehen. Erinnere dich. So, also, eine nutzlose Reise zu unternehmen, die dich vom Licht wegführen würde an das, was du wirklich willst. Und sage dir, der Heilige Geist führt mich zu Christus. Und wohin sonst will ich denn gehen? Welch anderes Bedürfnis habe ich, als in ihm zu erwachen? Und diese Stütze brauchen wir, wenn wir wirklich so gerade so in Emotionen sind und wenn es in uns wallt und wir uns in diesem Drama gerade verlieren, wirklich zu sagen, stopp. Du kannst das. Diese Kraft und diese Macht haben wir, weil wir ja auch schon das Drama gewählt haben. Also wir können in jedem Moment die Situation stoppen. Was will ich hier? Was ist mir hier gerade wichtiger? Und das ist immer wieder dieser Switch im Geist. Wenn ich für einen Augenblick alles dafür gebe, dir zu vergeben und mir zu vergeben, dann wird es vollbracht. Und du musst aber für einen Augenblick wirklich, das ist ja
wie so für einen Augenblick will ich mich oder will ich für diesen Bruder gerade sterben oder alles geben, mich zum Narren machen von mir aus oder also wirklich so diese durch diesen Ring der Angst gehen, dass du, dass ich, ja, dass ich sozusagen die Hosen komplett einmal für einen Augenblick runterlassen muss. Und was ist das Ergebnis? Nicht das, wovon du geglaubt hast oder ich es geglaubt habe, dass dir darin was verloren geht. Eben nicht. Das Himmelreich eröffnet sich dadurch immer mehr. Immer mehr. Weil du erkennst, wow. Du stehst mittendrin, du bist es. Du bist das Himmelreich. Was denn sonst? Und das immer wieder tiefer zu erfahren, zuzulassen, wirklich jedes Mal wieder aufs Neue. Und es waren ja auch einige von euch auf dem Kursfestival in Griechenland. Und für mich ist das wirklich, wir hatten viele Sessions, wo auch dieses Omega und das Tor so zu einer, ja, zu einem Grund, ja, also zu einer Aufgabe war, sich wirklich nochmal tiefer zu entscheiden und einfach wirklich nochmal so, wo will ich denn hin? Also, wo will ich denn hin? Ich will mit dem Bruder im Himmel sein. Ich will es nicht für mich, sondern ich will wirklich, ich will alles dafür geben, dass der Frieden sich zeigt. Ich will Zeuge davon sein. Ich will mitwirkender sein. Ich will das mit Haut und Haaren. Ich sage das, ich habe das schon mehrmals gesagt, wirklich mit Haut und Haaren will ich mitten dabei sein, in diesem Feuer des Heiligen Geistes zu stehen und das mit dir hochzuhalten, dass wir wirklich darin unschuldig sind und dass es nur Gedankenblasen waren, die Luftballons, die echt mit so einer kleinen Nadel der platzen und dann schon wechseln. Sie waren für einen Moment mit viel Luft gefüllt. Aber dann, wo sind sie hin? Geplatzt. Einfach so. Und das ist so schön. Das habe ich gerade so immer wieder. Es ist ja nur so ein Symbol, das Omega. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir jedes Mal, und es das heißt ja hier auch immer so die Tore oder das Tor am Himmelszelt oder dass es darin wirklich keine Türen gibt. Die ist davor und könntest jeden Moment da durchgehen und du stehst und stehst und stehst und denkst, wie du den Schlüssel oder wo der Schlüssel ist. Dabei gibt es gar keine Türen. Dabei gibt es in diesem Tor, durch das du jederzeit schreiten kannst, keine Türen. Oder auch das Gefängnis, wovon es in der Lektion steht, ne? Das Gefängnis steht offen. Du kannst jederzeit hinausgehen. Und doch sitzen wir da und hocken wir da manchmal und tun so, als ob das ein Bunker wäre. Es ist grandios. Es ist echt grandios. Es ist grandios, mich immer wieder zu entdecken, was für ein Trotz da manchmal noch, also oder welchem Trotz ich da manchmal noch so hinterherjage. Und danke, dass es mir so gegenwärtig gerade gezeigt wird. Und danke, dass es darin auch, Gott sei Dank, keine Rangordnung gibt, dass ich das auch in die Erlösung geben kann und dass es nichts schlimmer ist und nicht länger dauert als alles andere. Als alles andere. Du kannst hier alles immer wieder auf deinen inneren Altar legen und der Heilige Geist jubiliert vor Freude und sagt Danke. Danke, der sagt nicht, oh, da ist heute aber viel Mist drauf gelandet. Der jubiliert. Das ganze Himmelreich sagt, ja, yeah, endlich. Endlich bist du so ehrlich und haust
haust es raus, damit es auch raus ist aus deinem Geist. Das ist ja das Gute. Dass es darin wirklich nichts, also ja, zu verstecken gibt und nichts zu beschönigen, sondern einfach nur ehrlich sein. Wie sehr willst du diesen Frieden? Wie sehr willst du diese Erlösung? Wie sehr willst du, dass der Bruder mit dir unschuldig ist? Wie sehr? Wie sehr? Wie sehr will ich es? Yes, ich will. Ich will das tiefer in mir erfahren und somit muss ich diese Gabe geben. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie sie zu geben ist, aber diese Bereitschaft einfach zu haben, ja, ich will. Ja, ich will, Heiliger Geist. Vollbring es in mir. Und dann wirst du wirklich, dann kannst du nur die Hand reichen. Dann hast du gar keine andere Möglichkeit mehr. Danke. Danke, dass es hier eigentlich nur noch um Hände reichen geht und Hände halten, oder? Dass wir immer, immer mehr im Kreis der Versöhnung stehen, sitzen. Ja, genau, so, ne? Beide Hände frei. Hier hast du mich. Danke. Danke, Christina. Ja, ich bin hier. Ja. Ja. Und danke, dass wir, ja, danke, dass wir wirklich in jedem Moment, dass es so ein Schulungsprogramm ist. Ich hatte ja irgendwann mal gedacht, vor Jahren, ach ja, ich lese das Buch, ne? Einmal durch steht da ja, dann bist du Lehrer Gottes und dann bist du fertig. Und dann hast du, ja, irgendwie so, ne? Jetzt bin ich schon 12 Jahre dabei und merke, ja, das ist. Ich meine, wenn ich ewiger Geist bin, also ist es ist ein Programm, von dem ich jedes Mal, also ich werde jeden Morgen, jeden Moment, jetzt und hier werde ich aufgerufen. Also für was entscheide ich mich? Für was entscheide ich mich? Für die Erlösung, für den Frieden, für die Versöhnung in mir? Oder greife ich mal wieder nach meiner Kleinheit, die mir doch so bekannt ist? Oder lasse ich sie mal hinter mir, hänge sie da mal auf und schau mal, ob der Heilige Geist nicht was Besseres im Angebot hat? Vergebung gibt mir alles, was ich will. Heute so eine Lektion. Und das noch so zu benennen, dass es meine Gabe ist. Vergebung ist meine Gabe. Also nicht nur die Funktion, sondern es ist eine Gabe an mich, weil es klärt meinen Geist. Und der hat es manchmal ganz schön nötig, geklärt zu werden. Danke. Danke, dass es wirklich nur auf diese eine Art und Weise geschehen kann, oder? Und dass wir darin total im gleichen Boot sitzen. Auch wenn wir es manchmal noch auf so unterschiedliche Weise versuchen, landen wir alle schließlich bei der Vergebung. Ist das nicht cool? Und darin sich zu verbinden, es ist doch ein total kraftvolles Werkzeug. Das gegenseitig zu üben und zu praktizieren. Wow, danke. Das schafft Frieden und löst wirklich jeden Konflikt. Wir haben hier wirklich ein richtig befreiendes Werkzeug mitbekommen und können das gegenseitig anwenden, können uns anrufen, können um Hilfe bitten. Hey, ich hänge hier irgendwo. Hast du eine Idee? Frag mal, ob du einen Impuls bekommst und wie gut das klappt, oder? Ich will jetzt hier nicken hier, ich will hier so ein Ja. Also bei mir klappt das, wenn ich einen Bruder anrufe und frage hier, du, könntest du mal mit mir draufschauen und wir in, ja, also in Stille gehen
und den Heiligen Geist bitten, dann hat der auf jeden Fall meistens schneller eine Lösung als ich, weil ich darin noch meistens gerade noch einfach so verstrickt bin und dass ich immer sage, boah, danke, danke, dass es wirklich immer, immer gerade einen gibt, der das Licht hochhält, oder? Wie gut. Wie gut. Und das ist ja gerade so schön, deswegen treffen wir uns ja hier, dass das einfach immer mehr in mir und in dir sichtbar wird, erfahrbar. Dass es gar nicht schlimm ist, mit was ich komme. Das ist für den Heiligen Geist wirklich ein Pups ist. Also, ne, das ist wirklich, wow, wie schneller sind wir durch diesen Klärungsprozess. Wie schnell erfahren wir dann wieder Liebe oder Trost? Und ich kann euch sagen, ich hätte mir dieses Schulungsprogramm nicht so vorgestellt. Ich habe da so gedacht, ja, ich lese dann mal alleine so im Selbststudium. Und Jesus sagt hier immer, es geht nicht um deinen Bruder. Und ich, was? Der auch noch? Also, ja, du bist mittendrin mit mir. Ich krieg das hier nicht anders gematcht. Und deswegen läuft oder lauft eben auch immer wieder über den Weg. So lange, bis wirklich alles befriedet ist, alles vergeben ist, dass wir wirklich nur noch, und ich sag's schon wieder, einfach nur feiern, wirklich diese Unschuld und dieses Glück einfach nur noch leben, durch und durch, ganz und gar. Voller Inbrunst, wirklich einfach nur noch, hey, ich bin hier da, um seine ganze Herrlichkeit zu repräsentieren. Ich bin wirklich da, um zu lieben, um mich zu schenken. Nicht nur Geschenke auszupacken, sondern zu erkennen, dass ich das Geschenk bin, dass du das Geschenk bist. Dass es darin wirklich keine Zeit mehr braucht, sondern einfach nur wirklich praktizieren, immer wieder. Wo hängt es gerade? Immer wieder in Kommunikation gehen, wenn du merkst, wow, ich bin hier gerade müde oder abgeschlagen oder genervt. Einfach immer wieder die Kommunikation suchen. Wo drückt hier der Schuh? Wo bin ich nicht bereit zu vergeben? Wo muss ich oder wo halte ich meine Liebe zurück? Wo halte ich noch meine Liebe zurück? Und sie will wirklich einfach nur fließen. Ich meine, wir sind reiner Geist, grenzenlos, ewiglich. Wie kannst du da mit einer Idee von, oh, den liebe ich aber und den nicht? Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Entweder sitzen alle im Boot und du hast es nicht zu beurteilen, sondern einfach nur fließen zu lassen, geschehen zu lassen und nicht mehr zu begrenzen. Und nicht mehr zu begrenzen. Und ich habe ja hier auch, also seit ein paar Wochen ist ja mein Partner hier auch mit in die WG gezogen und ich wusste schon, warum der näher an mich ran soll. Ach, da habe ich schon auch gedacht, Donnerschlag, habe ich deiner Vergangenheit noch ein paar Ausnahmen gemacht und hab das noch nicht so, ja, bin da einfach noch nicht so dran gekommen, also so mit so einer Ehrlichkeit, wie es jetzt gerade ist, weil wenn ich morgens aufwache und er neben mir liegt und ich jedes Mal denke, ach du Scheiße, am liebsten wäre der weg, dann kann ja schon was nicht richtig sein in meinem Geist. Und ich finde es gerade so toll, dass ich da so mit konfrontiert werde, keine Ausnahmen mehr machen zu können und auch gar nicht mehr die Zeitspanne zu haben, das aufzuschieben. In jedem Moment. Spätestens mittags habe ich ihn wieder da stehen. Hallo, Bruder.
Wie geht's mir gerade mit dir? Ich weiß nicht. Ich finde das gerade echt spannend. Also, ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und wie schnell, aber auch, wie schnell wirklich die Korrektur ist. Ausgesprochen, ehrlich begegnet, vergeben. Und man lächelt sich wieder an. Danke, danke Versuchung, dass du keine Chance hast, dass du viel kleiner bist, als ich gedacht habe, dass das Licht in mir viel, viel, viel mehr Kraft hat, mich unterstützt, dass der Heilige Geist mir alles zur Verfügung stellt, dass er mir Feuer unter den Hintern macht, damit ich hier in die Puschen komme. Danke. Und das auf so eine liebenswerte Art. Auf so eine liebenswerte Art. Und das, ich glaube, deshalb bin ich immer noch dran. Deswegen bin ich immer noch so motiviert wie von Anfang an. Weil ich einfach weiß, dass es eine viel, viel größere Lebensqualität in mir hervorholt, von der ich gar nicht wusste, dass es sie in mir gibt. Und immer wieder aufs Neue und immer wieder aufs Neue. Es ist, das kennt ihr, glaube ich, auch. Man glaubt irgendwie, man hat schon alles ausgekostet oder man denkt schon, ach, den kenne ich, der hat nichts Neues mehr zu sagen und schwuppdiwupp kommt er mit so einer Liebe um die Ecke und du denkst, womit habe ich das denn jetzt verdient? Du hast es verdient. Du hast es sowas von verdient, geliebt zu werden. Gott sei Dank, oder? Und das immer wieder mehr, mehr, mehr zuzulassen. Wirklich, wirklich diese Worte, wenn, ja, so persönlich zu lassen, dass du wirklich, dass du dich ganz persönlich angesprochen fühlst. Du bist ganz und gar liebevoll. Du bist ganz und gar schuldlos. Einfach total liebenswert, wunderwirkend. Jedes Mal, ich hatte vor, Jesus sagt ja, dass wir noch größere Wunder wirken werden, als er es getan hat. Und das hat mir ganz, ganz lange Angst gemacht. Und seit dem Kursfestival, als ich das nochmal gelesen habe, hat sich was verändert, dass ich so gedacht habe, wow, also da ist so eine Neugier. Also und so eine, ich fühle mich darin total inspiriert und die Angst ist weg. Also ein Stück weit ist so, ah, das meinte er als Motivation und nicht als Angst. Ich hatte es echt so völlig so, Gott, was will der hier alles von uns? Hat es nicht gereicht? Und nein, es ist eine totale Motivation, weil er dich in deinem Wert total sieht, dich total anerkannt hat. Der geht total, total neben dir und sagt, hey Bruder, ich bin mit dir auf Augenhöhe und ich traue dir alles zu. Und dann frag dich mal, ob du dir das zutraust, was er dir zutraut. Und das ist halt immer so darin, also es ist gerade so mein Lernen, dass ich mir gerade wirklich diese Fragen stelle und echt wirklich immer so gucke, wo stehe ich da? Wo sage ich schon, ja, das traue ich mir zu, mal so schnell. Aber mal so mitzubekommen, dass mir eigentlich dabei die Beine schlottern und das nicht mehr zu unterdrücken und zu sagen, wow, ja, ein Teil in mir oder in einem Teil, und das ist natürlich der getrennte Teil, schwingt immer die Angst. Da wird auch immer die Angst mitschwingen, weil dass der Teil ist der Trennung. Aber in dem Teil, wo ich mich immer mehr erinnere, der übernimmt immer mehr die Regie. Dieser Teil in mir übernimmt immer mehr Regie.
Und dafür bin ich unendlich dankbar für all die Lektionen, all das Üben, dass das, ja, dass das so, so schöne Ergebnisse hervorruft. Immer wieder ein neuer Blumenstrauß, immer wieder mehr Brüder. Die mein Herz ergreifen, kann man es so nennen? Ach ja, die mein Herz hilft mir mal auf die Sprünge, die mein Herz erobern. Jetzt habe ich es, so wollte ich sagen, die mein Herz erobern. Zum Singen bringen, Agnes. Und zum Singen bringen auch. Dankeschön, zum Singen bringen. Ja. Ja, mein Geist erhellen. Das machen wir ja alle miteinander. Das ist ja wirklich, wirklich gemeinsam. Sich echt die Hände zu erreichen und sich wirklich zu erinnern. Oh, dass Gott so viel mehr für uns will. So viel mehr Freude. So viel mehr Glück. Und dass wir uns darin total ausprobieren dürfen. Also, wenn Jesus dich ruft, mehr zu lieben, echt dich auszuprobieren, Briefe zu schreiben, Liebesbriefe und nicht nur an den Partner. Ich glaube, andere würden sich auch darüber freuen. Oder. Lass dich einfach echt, oh, lass dich darin so, so führen und so überraschen. Und ich weiß gar nicht. Weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ein und oh, 21:21 Uhr. 21. Ja, und ich kann einfach, es ist immer wieder so schön zu merken und zu beobachten, wie viel Dankbarkeit da ist für dich. Wie viel Dankbarkeit, dass ich mich. Das all, also all unser Heilen, all unser wirklich zusammen vergeben, dass das so spürbar ist, dass ich so weiß, wie sehr wir uns verbinden, wie sehr wir uns treffen, wie sehr wir, ach ja, einfach wirklich üben, oder? Total. Also, und dass das immer, ja, das ist echt zu so einem großen, also zu sowas Großes, Ganzes wird. Zu sowas Schönes, Großem, Ganzen. Ja. Ja, danke. Und ich habe hier gerade Besuch bekommen von jemand, die gleich morgen früh wieder mit mir abreist. Und ich würde dich bitten, ich glaube, also ich liebe euch, ich danke euch von ganzem Herzen. Und danke, dass die Liebe wirklich so viel stärker ist und danke, dass sie so viel wahrer ist als all das andere Geplänkel. Und danke, dass ich jeden Moment und jeden Tag mich darin üben darf, dieser Liebe allen Ausdruck zu verleihen. Und wenn ich mal nicht die richtigen Worte treffe, oder dann vergebe ich mir und dann hoffe ich, dass mir vergeben ist. Und ich liebe euch und oh, die liebe Christiane darf einfach noch ein Lied spielen und dann wünsche ich uns einen so einen gesegneten, gesegneten Abend und darüber hinaus. Ich liebe euch.